In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meinen neuesten und bislang größten Rover auf Basis eines Hoverboards gebaut habe. Die Komponenten sind ein Konvolut verschiedener Teile von verschiedenen Sponsoren. Die Filamente zum Druck wesentlicher Komponenten der Mechanik hatte ich schon vor längerer Zeit von Clemens Meyer mit den Worten "Mach irgendwas draus" erhalten. Dieses Irgendwas ist über die Zeit in meinem Kopf zu meinem bislang leistungsstärksten Rover herangereift und wurde um ein sogenanntes Hover- oder Balanceboard konstruiert, das ich von Gearbest erhalten habe. Da ich das Gefährt sowieso zerlegen würde, habe ich ein Board der untersten Preisklasse gewählt. Die elektronischen Komponenten zur Umrüstung zum per Browser steuerbaren Roboter entstammen im Lager von RS Components. Kernkomponenten sind dabei ein Raspberry Pi inklusive Kameramodul sowie ein Arduino Uno. Der große Reiz dieses Projekts lag darin, herauszufinden, was man als ambitionierter Bastler an elektronischen Komponenten mit dem Erwerb eines Hoverboards erhält. Der erste Schritt war somit das Zerlegen des Gerätes, wozu lediglich ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein 6mm Sechskant ausreichen. Einzelbilder dieses Prozesses in hoher Auflösung gibt's auf meinen Seiten und die Ausbeute an nutzbaren Teilen ist hier zu sehen. Die beiden Motoren mit einer elektrischen Leistung von je 250 Watt sind in den beiden 6,5 Zoll durchmessenden Rädern integriert. Der 4400 mAh Akku besitzt eine Ausgangsspannung von 36 Volt. Die Elektronik ist auf zwei nahezu baugleiche Platinen verteilt. Als Extras gibt's noch einige LEDs und einen Bluetooth-fähigen Lautsprecher. Die beiden Platinen verfügen über Gyroskope und steuern die Motoren abhängig vom Kippwinkel an. Wird eine Platine geneigt, so beginnt sich der Motor zu drehen. Je größer der Kippwinkel, umso schneller dreht sich der Motor. Erfolgt das Kippen des Boards in die Gegenrichtung, so ändert der Motor die Drehrichtung. Für mein Rover-Projekt galt es nun herauszufinden, wo ich mit entsprechenden Signalen in die Motorsteuerung eingreifen kann. Bei den Motoren handelt es sich um bürstenlose 3-Phasen-Antriebe mit Hall-Sensoren als Sensorrückkopplung. Werfen wir einen genaueren Blick auf eine der beiden Platinen. Klar zu erkennen sind 6 Leistungs-MOSFETs zur Ansteuerung der Motoren. Jeweils 2 dieser MOSFETs bilden eine sogenannte Halbbrücke, womit die Motorspulen mit wechselnder Polung betrieben werden können. Den 3 Halbbrücken recht eindeutig zuzuordnen sind 3 Chips ohne Aufdruck mit jeweils 8 Pins, welche die MOSFETs ansteuern. An diesem Punkt werde ich mit einem Arduino Uno die Motorsteuerung übernehmen, wozu die Pinbelegung der Chips erkundet werden muss. Es gilt, die beiden Eingangspins zu identifizieren, mit denen die Halbbrücken angesteuert werden. Die dazu notwendigen Tests finden bei abgeklemmtem Akku mit dem Multimeter in der Einstellung zur Durchgangsprüfung statt. Beginnen wir mit dem Pin für Masse, der direkt mit dem Minuspol des Akkus verbunden sein muss. Das Multimeter verrät, dass dies nur für Pin Nummer 4 zutrifft. Die beiden Ausgänge hin zu den Halbbrücken sollten mit den Gate-Anschlüssen der MOSFETs verbunden sein. Bei den MOSFETs gilt, dass Source- und Drain-Anschluss großflächig mit Masse, positiver Versorgungsspannung oder den Motorpins verbunden sind. Der Gate-Anschluss sollte an einer eher dünnen Zuleitung zu identifizieren sein, was auf dieser Platine leicht zu erkennen ist. Mit dem Durchgangsprüfer kann festgestellt werden, zu welchem Pin an dem unbekannten Chip eine direkte oder zumindest nahezu direkte Verbindung besteht. Offensichtlich ist das für Pin Nummer 5 und 7 der Fall. Zu sehen ist, dass Pin Nummer 6 mit dem Motoranschluss direkt verbunden ist, was der Durchgangsprüfer bestätigt. Die Pins für die Versorgungsspannung aller 3 Chips sollten miteinander verbunden sein, was außer der Masse nur für Pin Nummer 1 gegeben ist. Weiterhin ist festzustellen, dass diese Pins direkt mit dem Eingang eines 5 Volt Linearreglers verbunden sind, der wiederum von dem Ausgang eines 12 Volt Festspannungsreglers gespeist wird.
Die Pins Nummer 8 aller Chips verlaufen direkt zu einem SMD-Bauteil mit der Beschriftung U1M, bei dem es sich wohl um eine Diode handelt. Die Gegenseiten dieser Bauteile sind offensichtlich miteinander verbunden, wie der Test mit dem Multimeter zeigt, womit diese Pins als Steuerpins ausscheiden. Es verbleiben die Pins Nummer 2 und 3, welche somit als Steuerpins identifiziert sind. Um zu verhindern, dass sich die Signale des Mikrocontrollers auf der Platine mit denen des Arduino Uno überlagern, müssen die beiden Steuerleitungen von der Platine getrennt werden. Mit Lötkolben und der spitzen Klinge eines Cuttermessers habe ich die Pins vorsichtig nach oben gebogen. Ist der Arduino Uno mit den Steuerpins aller drei Halbbrücken verbunden, kann dieser die Motorsteuerung übernehmen. Pro Motor werden 6 Steuerpins, also 12 Stück insgesamt, benötigt. Da die Steuerchips der Halbbrücken mit einer Eingangsspannung von 12 Volt arbeiten, vertragen diese höchstwahrscheinlich eine Logikspannung von 5 Volt, was kompatibel zum Arduino Uno ist. Wer es vorsichtig angehen möchte, reduziert die 5 Volt der GPIOs des Arduino, wie hier zu sehen, über Spannungsteiler auf 3,3 Volt. In einem ersten Versuch habe ich auf eine Auswertung der Hall-Sensoren verzichtet, entsprechend rau läuft der Motor. Auch wenn die Eingangsspannung der Hall-Sensoren bei 5 Volt liegt, so betragen die Logikspannungen an den Ausgängen 3,3 Volt. Dieser Signalpegel wird von dem Arduino Uno als High-Signal erkannt. Durch Auslesen der Sensoren läuft der Motor deutlich runder und mit sanftem Anlauf. Wird die Motorbremse durch Kurzschließen der drei Phasen aktiviert, so bleibt das Rad sehr schnell stehen. Mit deaktivierter Bremsfunktion rollt der Motor langsam aus. Wie das Leben so spielt, sind mir die Pins bei einem IC auf der zweiten Platine abgebrochen. Ein wenig Recherche hat ergeben, dass es sich bei den ICs sehr wahrscheinlich um solche vom Typ IR2104 handelt. Bestellt man die Version für Durchsteckmontage und entfernt die drei SMD-ICs auf dem Board, so lässt sich alles viel komfortabler verlöten. Die Diode und den Kondensator könnte man ebenfalls durch größere Komponenten für Durchsteckmontage ersetzen, ich habe mich aber damit abgemüht, die originalen SMD-Bauteile zu verlöten. Nächster Schritt ist der Bau der Mechanik. Das Chassis besteht aus Vierkantrohren mit einer Bodenplatte aus Blech. Für den Kettenantrieb habe ich meinen 3D-Drucker angeworfen. Die Kettenglieder bestehen aus PETG und die Hinterräder besitzen Reifen aus Flexhard genanntem Material, auf Felgen aus PLA. Alle übrigen Teile, wie zum Beispiel die Kamerahalterung, sind ebenfalls aus PLA entstanden. Fertig montiert sieht das Ganze noch sehr nach Prototyp aus. Über den Raspberry Pi kann der Rover an ein WLAN-Netzwerk angebunden und somit per Browser gesteuert werden. R15 kann vorwärts oder rückwärts fahren und sich auf der Stelle drehen, je nachdem mit welcher Drehrichtung die Motoren angesteuert werden. Die Kamera kann nach oben oder unten schwenken und die LEDs sorgen für Beleuchtung bei Nachtfahrten. Die bunt blinkenden LED-Streifen des Hoverboards habe ich vorne und hinten am Rover befestigt. Aufgrund der Größe des Fahrzeugs kann dieses auch in unebenem Gelände betrieben werden, R15 ist für Außeneinsätze vorgesehen. Die elektrische Eingangsleistung der Motoren beträgt je 250 Watt, womit insgesamt ein halbes Kilowatt an den Antrieb geht. Der Vorteil der in den Rädern integrierten Motoren ist, dass diese ein recht hohes Drehmoment generieren, ohne dabei ein Getriebe zu strapazieren, die Antriebe laufen nahezu verschleißfrei. Den Vorderrädern habe ich nach ersten Testrunden einen Ring mit mehr Profil verpasst, um die Antriebskraft zuverlässiger im Vortrieb umsetzen zu können.
Die übertragenen Bilder besitzen einen deutlichen Rotstich, da es sich um das Infrarotkameramodul für den Raspberry Pi handelt. An der Software sind noch so einige Zeilen Code zu schreiben, um das Fahrzeug sicher durch unbekanntes Terrain steuern zu können. R15 ist definitiv nicht für den Einsatz auf meinem Speicher gebaut worden. Ich werde noch zusätzliche Sensoren implementieren müssen, bevor ich euch ans Steuer des Rovers lassen kann. Der Monster Rover besitzt ein recht großes Potenzial zur Zerstörung und ihr Spitzklicker da draußen seid recht kreativ darin auszuloten, wie man die Grenzen, die ich euch setze, überwinden kann. Mit dem Smartphone auf der Ladefläche ist der Einsatzbereich nicht auf mein heimisches WLAN-Netz beschränkt. Eingewählt in die über den Globus verteilten Funknetze setzt nur noch die Akkukapazität die Grenzen für den Bewegungsspielraum des Rovers. Gesteuert wird wie üblich per Browser, womit eine Vielzahl an Endgeräten geeignet ist, die Kontrolle zu übernehmen. Die 3D-Dateien, Software und Schaltpläne des Rovers gibt's wie immer auf meinen Seiten als Download. Dort könnt ihr außerdem vieles mehr rund um Physical Computing lernen. Die Flotte meiner kleinen Roboter kann rund um die Uhr ohne Anmeldung und zumindest für euch völlig kostenfrei gesteuert werden. Probiert's mal aus. Wer mir beim Unterhalt und der Entwicklung meiner Roboter finanziell unter die Arme greifen möchte, kann die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald.